Willkommen zu Focus News. Focus News berichtete bereits vor 2 Wochen über den aufgrund eines IV-Gutachtens angeklagten Arzt. Am 10. April musste der Arzt sich vor dem Gericht wegen Urkundenfälschung verantworten. Sein Gutachten war nicht sauber formuliert. Er schrieb fälschlicherweise, dass die Frau voll arbeitsfähig sei, obwohl sie 2 Autounfälle hatte. Das Gericht sprach den Arzt frei. Das Gericht entschied, dass er die Sorgfaltspflicht verletzt hatte und sein Gutachten nicht korrekt und widersprüchlich sei. Da das Gericht nicht sicher war, ob er dies absichtlich gemacht hatte, sprach es den Mann frei. Dafür muss der Mann die Prozesskosten von 2.500 Franken bezahlen, weil er einen Fehler machte. Der Mann leitet mittlerweile die medizinische Abklärungsstelle im Kanton Schwyz. Diese klärt im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen, BSV, ab, ob jemand arbeitsfähig ist oder nicht. Sehr wahrscheinlich informierte er die zuständigen Beamten nicht. Gutachten sind wichtig für das Schweizer Rechtssystem. Mittels eines Gutachtens wird Rechenschaft darüber abgelegt, ob jemand finanzielle Unterstützung bekommt. Laut Tagesanzeiger werden pro Jahr 4.000 Gutachten mit einem Gesamtwert von 36 Millionen Franken erstellt. Experten wie die Professorin für Sozialversicherungsrecht, Gabriela Riemer-Kafka, sagen, es müssten neue, neutrale Kontrollorganisationen gegründet werden, welche IV-unabhängig arbeiten. Seit einem Jahr bietet die Procom den Service Videocom an. Dies ist eine Telefonvermittlung mit VTAP. Im ersten Monat sind ungefähr 100 Anrufe mit rund 800 Gesprächsminuten verzeichnet worden. Ein Jahr später haben sich diese Zahlen verdoppelt. Ungefähr 1/3 der Gespräche haben einen beruflichen Inhalt. Dies ist wichtig für die Integration, damit Gehörlose mit Hörenden kommunizieren können. Dieser Service ist also ein voller Erfolg und soll nun auch im Tessin und in der Romandie angeboten werden. Im Tessin war der Start am 7. März, jeweils am Mittwochnachmittag von 2 bis 4 Uhr und am Freitagvormittag von 9 bis 11 Uhr steht Videocom zur Verfügung. In der Westschweiz beginnt das Angebot ab Herbst. Im Gehörlosenzentrum Lausanne wurde schon ein Raum gefunden. In Leipzig, Deutschland, bietet die Theaterschule Bongord eine Schauspielausbildung für Gehörlose und Schwerhörige an. Hörende Schauspieler werden ab nächstem Semester auch in Gebärdensprache unterrichtet. In ihrer Ausbildung spielen dann Gehörlose und Hörende zusammen. Während der Ausbildung werden verschiedene Themen behandelt, zum Beispiel wie gebärde ich, klar und sauber, wie gebärde ich im abstrakten Spiel. Diese Ausbildung beginnt im September 2012 und dauert insgesamt 3 Jahre. Mehr Infos über den unten stehenden Link. Der bekannte Sänger Sir Paul McCartney produzierte schon viele Musikvideos. So auch den neuen Musikclip zum Lied «My Valentine» mit den beiden bekannten Hollywood-Schauspielern Natalie Portman und Johnny Depp. Im Musikvideo gebärden beide. Die Idee kam von Pauls Tochter Stella McCartney. Der Clip wurde bereits im Februar veröffentlicht. Der gehörlose südafrikanische Schwimmer Terence Parkin nimmt im Moment in London an den Ausscheidungswettkämpfen für die nächste Sommerolympiade teil. Er hat den Halbfinal erreicht und muss sich nun für den Final qualifizieren. Terence gewann an der Olympiade im Jahr 2000 in Sydney die Silbermedaille. Terence sagte damals im Interview, dass er dem Land Südafrika zeigen möchte, dass Gehörlose nicht hören, aber gut sehen können.
Die Welt soll sehen, dass es für Gehörlose Zugangsmöglichkeiten gibt. Wir von Focus 5 haben ein neues Angebot für alle Zuschauer, Organisationen und Vereine, den Focus-Kalender, den Sie hier auf der rechten Seite sehen können. Dieser ermöglicht es, sich mittels Text oder Gebärdenfilm über Aktuelles zu informieren, zum Beispiel über verschiedene Veranstaltungen, Kurse etc. Focus-Kalender entstand, weil immer mehr Vereine und Organisationen ihre Angebote für Veranstaltungen, Kurse, Jobangebote und so weiter in den Focus News ausstrahlen wollten. Dies passte jedoch nicht in unser News-Konzept, da es nicht genug aktuell ist und wir neutral berichten möchten. Focus News ist primär eine Nachrichtensendung. Mit der neuen Plattform wurde eine super Lösung gefunden. Sie ist immer aktuell, übersichtlich und beinhaltet bessere Informationen. Interessierte Personen, Organisationen oder Vereine können sich bei Focus 5 melden. Wir geben gerne Auskunft. Das war's von Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.